Und das sind wir auch schon wieder. Du fliegst gerade weg. Nein, Ach, fliegt nur vor und zurück. du Schönen guten bist. Morgen erstmal an alle. Guten Morgen, genau. Neue Folge, neue Mission, würde ich sagen. Wir sind ja wieder befördert worden. Es geht ja rucki zucki futzi hier. Mal einmal wieder Punkte verteilen. Schildemitter noch ein bisschen. Achso, stimmt, Punkte verteilen. Flusskondensator, was machst denn du? Tachyonstrahlenergieanzug, ne, brauchen wir nicht. Ich mach Höhlenreparatur wäre jetzt. auch noch nicht schlecht. Akzeptieren. Und dann wollte ich noch kurz ausstatten, weil ich habe ja ein bisschen Loot gekriegt. Gucken, was ich drin habe. Gucken, was ich brauche. Schilde habe ich besseres drin. Das habe ich besseres drin. Diese Fähigkeit verbessert technische Explosivangriffe am Boden. Habe ich nicht letztes Mal. Na, hab schon Och wieder. ja, kann man vielleicht. Oh, Flusskondensatoren. Ich muss, so leid es mir tut, Ölinjektion. obwohl die Triples, ich schmeiß sie nicht weg, ich gebe die meinen BOs. Weil die haben ja auch ein bisschen Nutzen, die Dinger. Okay, und gebt mal den anderen was zu essen hier. Sollen sie lieber verbrauchen, bevor ich es wegschmeiße. So. Dann muss ich gucken. Ausrüstung, Schilde, persönliche Waffen. Ich habe jetzt mittlerweile so viel drin, ich muss das mal ein bisschen einsetzen oder wegschmeißen. Wir müssen als nächstes zum Handwaffen. Regulus-System. Das ist ja in dem Sektorblock hier. So. Den Feuerlöscher brauchen wir nicht mehr, den tue ich mal raus. Okay, Ich was flieg hast schon mal los, ne? du? Warte mal, da mache ich wenigstens auf Boah. dich mit Folgen. Dann fliegt Hast du er. gesehen, wie der mich geschnitten hat? Ja, wo ich gleich Oh, und da mal. hier. Was? In hier der große Burgkubus. Guck mal, da unten drunter ist noch eine in NX. Oh, tatsächlich? Ach, Die gibt wohl doch noch ein paar. USS Poseidon. Ja. Gut. Okay, weiter ausstatten. Was haben wir hier? Handphaser 1. Machen wir mal Schilde. Und Panzer können wir besseren reinmachen. Gut. Habe ich denn hier noch Was eine hast du? Torpedowaffe? Schilde. Ach, Ein bisschen das besseres. passt schon, was ich ausgestattet habe. Ich tue nur gerade das, was ich habe, mal ausstatten, weil ansonsten kann ich nämlich mal wegschmeißen, was ich nicht brauche. Machen wir es mal so. Okay. Solange Platz ist, alles kann man Ja, gebrauchen. das wird schon langsam eng hier. Vor allem müssen wir irgendwann auch mal auf die Space Dock, dass ich mal ein bisschen was verkaufe. Und das kann weg. Ins Warenhaus reinhauen. Weil Jo, gerade das in den niedrigeren Levels, das ist ja eigentlich manchmal interessant, geldtechnisch gesehen. also vergleichsweise bringt's viel. Weil einfach die meisten sind immer Max-Level. Und deswegen gibt es da auch so viel. Das ist ja immer nach dem Thema Angebot und Nachfrage. Warte mal ganz kurz Inventar noch leer machen. Sorry, wenn es so lang dauert. Du kannst dich mal um dein Schiff kümmern, weil du parkst gerade recht seltsam. Ich schnüffel dir am Arsch, ja? Lässt du mir? Genau, das wollte ich jetzt zwar so nicht Komm, sagen, bleib mal so, aber bleib mal so. Ach, jetzt ist das blöde Fenster aufgegangen ich bin hier eh hier. gerade Schiffsausrüstung, Genau. Schiffs, Ich muss mal kurz Waffen. bisschen was wegschmeißen hier. Jetzt hier gerade spontan, na, kann man doch mal was reintun. Schilde bei Aufheben gebunden, also noch nicht. Das ist gebunden, das kann Das weg. rein, was haben wir hier? Das kann verkauft werden. Noch. Die Dinger werden nichts bringen, die keine Farbe haben. Das können wir dann auch wegschmeißen. Oh, tun wir doch immer was. Weg. Hier blauer Photonentorpedo MK2. 275.000, das ist ja. Weg. Ach, hast du die Asura geholt? Bitte? Hast du Ne, die die? stand hier gerade rum. Ach so, es ist, da kann ich ja auch gleich rein, ne? Asura sprechen, Tauschbörse. Mal gucken. Ich habe zwei Sachen, die ich reinschmeißen könnte. Suchen. Das auch immer noch, was hier reingeht. Machen wir ein Fifi. Machen wir ein 50.000er. Also wer es kaufen will, der darf es gern kaufen. Ihr habt es gesehen, was ich reinsetze. Aber wahrscheinlich bis dahin ist es eh nicht mal drin. Ja, oder gerade. So, Kanonen. MK1. Boah, ich mach's mal für 15.000 rein. Vielleicht habe ich Glück, wenn nicht, wenn sie wegschmissen. 84.000? Das wäre ja schön. So. Dann tun wir den doch mal für. Das machen wir Ja, dahin.
machen wir da hin? Heilung? Da tun wir meinen rein. Was ist, ich könnte mal so, noch, ich jetzt noch, ich könnte noch auf, ist auf die Bank, könnte ich mal ein bisschen was einzahlen. Ein bisschen was neilegen. Stimmt, die ganzen das Sachen, die da so rumliegen. Nehmen wir den Azura. Gerät zur Datenerfassung brauche ich nicht. Azura-Ding lassen wir mal da. Den Feuerlöscher tun wir mal weg. Und die nur noch kritische Sachen brauche ich nicht. Die Dinger machen wir weg. Und ein Feuerlöscher, den werde ich auch nicht so schnell brauchen. Für jeden, der sieht, nicht wundern, dass ich hier ein bisschen Geld auf dem Konto habe. Sprich, mehr als man... Was? Ja, Marco ist ein Cheater, das wissen wir schon. Ich schwebe hier gerade mit der Maus über meinen Geldbetrag im Inventar. Da steht, 1 Milliarde Energieeinheiten verdient. Also ich habe die nicht, aber das steht da. Okay. Schön wär's, habe ich nicht. Nee, ich habe das Geld deswegen drin, ich habe nicht gescheatet oder so. Sondern wir wollten ja, wir haben ja doch, ich weiß gar nicht mal, ich glaube zur 7. zur 8. Folge haben wir ja unsere Schiffe gewechselt und unsere Outfits. Der Verdienenschiller übrigens. Nicht verdient. Verdienen, stimmt. Ja, stimmt. Ne, worauf ich zurück wollte, wir haben ja unsere Schiffe gewechselt und unser Outfit und allem drum und dran. Und das geht nun mal nicht ohne Geld und deswegen habe ich mir von meinen anderen Charakteren ein bisschen rüber gespielt. Einfach so eine Art als Grundausstattung. Also nicht wundern, dass wir da was haben, ne? Regulus-System, da müssen wir aber noch ein bisschen näher hin. Ne, halt, geht schon. Ja, betreten, oder? Genau. Ich habe natürlich wieder mal nicht die Uhr für die Aufnahme gestartet. Mann, bin ich schlecht. Macht nichts, wir sind... Ich bin noch so ein Let's Play-Noob, ne? Mann. Hab Mitleid mit mir. Du brauchst eh keine Uhr, weil wir machen das ja eher nach Folgen. Also ja, nach, aber mich interessiert trotzdem, wie lange das dauert. Ich gehe mal rein ins System. Ja, ich warte. Da. Es dauert ja auch nicht mal lang, da haben wir unser neues Schiff. Oder zumindest ich, du willst halt eins da weiterfliegen. Ich will meins so lang fliegen, wie es fliegen kann, wie es nicht auseinanderfällt. Ey, man kann nicht einfach so sein Schiff wegwerfen und so. Du hast es ja in deiner Hosentasche gesteckt im Inventar. Was? Nee, also ich mache auf jeden Fall ab Level 10 ein neues Schiff. Dann mache ich schön hier die Constitution-Klasse Nachfolger. Definitiv. Ah. Wie gesagt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich eventuell so eine Enterprise-Reihe mache. Mhm. So, um ein bisschen die richtigen Fans hier zu begeistern. Deine Fans. Auch wenn manche Leute wahrscheinlich denken, ich bin eine Schande für Star Trek, weil ich so schlecht spiele. Nein, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, ich kriege ja einigermaßen was auf die Reihe. Wo bist denn du überhaupt? Ich? Ach, da oben. Ich habe dich erstmal das Waffen anziehen lassen, dann komme ich dazu. Ja, das war ja klar. Ich darf wieder hier Lockvogel spielen. Natürlich. Bis jetzt war ich's meistens. So, mal eine kleine Frage an unsere Zuschauer. Was hättet ihr denn gerne, was wir mal Let's Playen sollen gemeinsam? Nachdem wir ja Star Trek Online spielen, würde mich mal interessieren, was für Star Trek Spiele ihr als Vorschläge hättet, die wir mal Let's Playen könnten. Gemeinsam, also sollten einigermaßen Multiplayer-fähig sein. Würde mich mal interessieren, gebt mal Vorschläge in die Kommentare oder bei uns auf Facebook. Bin mal gespannt, was für Vorschläge ihr habt. Ich habe zwar versucht, ein paar ältere Spiele, die ich noch habe, zu installieren. Es sind aber wirklich sprichwörtlich ältere Spiele, punkto Windows 95 und so. Da muss ich erstmal schauen, ob ich die überhaupt noch irgendwie zum Laufen kriege. Aber vielleicht kennt ihr noch ein paar Spiele, die ihr einfach gern sehen würdet. Oder darf ich da auch mitmachen oder ist das wieder an die Mitarbeiter und Angehörigen ausgeschlossen? Natürlich darfst du mitmachen bei den Kommentaren oder bei der Abstimmung. Bei der Abstimmung. Natürlich kannst du mitmachen. Du kannst doch jetzt hier gleich live einen Vorschlag machen. Haha, ich habe gerade ein Herkulett bekommen, Torpedoziel. Ja. Ich bin Torpedoziel, wer hätte es gedacht. Wie der dich doch kennt. Mhm. Ne, was heißt denn für ein Vorschlag? Noch habe ich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wer es noch kennt. Ich glaube, das war von Tobias Richter. Aha. Das habe ich mal auf dem Amiga gespielt. Oh je, jetzt Amiga? Amiga. Ob wir das im Laufen kriegen da hier? Ja, es ist leider nicht Multiplayer-fähig. Das ist so der größte Nachteil, glaube ich. In deiner.
Das war aber... Eigentlich bist du durch die Gegend geflogen, musstest immer wieder Missionen annehmen und kam mal Klingonen, mal kam Romulaner. Konntest du ein bisschen, musstest sie dezimieren oder halt auch bequatschen, dass sie wieder abhauen, je nachdem. Man muss ja, locker Warp 12 fliegen. Man muss ja dazu sagen, dass ich so früh ja eigentlich gar nicht mit Computer angefangen habe. Das ältere System, also das womit ich angefangen habe, war Windows 95, also es war schon richtig mit Intel und so. Aber richtig diese Amiga oder Commodore oder so Zeug, das habe ich ja eigentlich gar nicht gemacht. Ich kenn's zwar, habe auch schon mal dran gesessen, aber persönlich jetzt besessen oder sowas habe ich es nicht. Deswegen kenne ich da auch jetzt nicht so die Spiele oder so. Ja, bin ich. Das war mein erster Rechner. Das waren. Ja, das waren halt die Zeiten. Ne, mein erster war ein richtig schöner klassischer Windows 95, 133 MHz, 6 MB Arbeitsspeicher, 7 GB Festplatte. Das war ein High-End-Rechner damals. Noch richtig schöner 15 Zoll Röhrenmonitor. Auch wieder eine Auszeichnung, Krimineller. Das habe ich auch bekommen. Die kennen mich echt gut. Pedoziel. Aber das war damals. Das war damals echt noch ein High-End-Rechner, ey. Da. Wenn du es jetzt mit den heutigen Handys vergleichst, ist das ja nix. Da hat er einen Taschenrechner mehr. Ja, Amiga-Emulatoren laufen auf meinem Handy, von daher. Oh Gott, jetzt kurz bevor du explodierst, musst du dich hinter dem Ding hier verstecken. Siehst du, ein Schuss, dann ist er hier. Mann, feige Sau. Nenn mich nicht feige Sau. Ach, das waren auch noch Filme. Das war Marty McFly. Genau, zurück in die Zukunft. Wo es ja auch schon viele Gerüchte gab, ob das neu verfilmt wird. Echt jetzt? Ja, ne, das gibt ein, ich meine, es ist ja nicht, es ist ja bekannt, dass Marty McFly ja an Parkinson erkrankt ist und deswegen ja nicht mehr so schauspielern kann. Auch wenn er ja momentan, glaube ich, wieder eine Serie macht. Bin mir nicht ganz sicher, aber der spielt aber auch Parkinson-Kranken. Okay, und, dann. Die Krankheit ist schon nicht zu lachen. Nee, ich weiß schon. Ist schon ernst, aber es ist ein guter Schauspieler gewesen. Also ist er eigentlich immer noch und trotz seiner Krankheit spielt das auch echt noch gut. Aber es gibt so einen Trailer, ich glaube, da wurde mal für irgendeine Filmauszeichnung gemacht. Und da ist er aus dem DeLorean von Zurück in die Zukunft ausgestiegen. Und richtig noch so als Marty McFly, aber schon der Ältere. Man hat auch erkannt, dass er da schon Parkinson hat. Und dieser Trailer ist, glaube ich, also so, ich kenne die Geschichte nicht hundertprozentig, aus Versehen relativ früh online aufgetaucht. Und dadurch ist dann das Gerücht sehr schnell aufgetaucht, dass es ein Trailer ist zu einer Neuauflage oder zu einem neuen Film von Zurück in die Zukunft. Und ich glaube, zum Teil ist das bis heute noch festgefressen, obwohl das eigentlich damals nur so ein Trailer zu so einer Filmverleihung war. Okay. Was? Herunterbeamen. Achso. Dann herunterbeamen. Halt, was mache ich denn? So und. Na? Und. Alissa Flore. Ne, warte mal, das machen wir mal so. Ist mal Tee leer. So, bevor wir jetzt hier groß lesen. Wer Voyager kennt, der wird auch den Namen Paris kennen. Und das hier ist sozusagen die Tochter von Belana Torres und Tom Paris, die ja auf im Prinzip in der letzten Voyager-Folge, wo sie zur Erde zurückgekommen ist, geboren ist. Und das ist im Prinzip in der Geschichte, in dem Spiel ist sie das, so als Botschafterin zwischen Klingonisch und Föderation. Weil sie ja im Prinzip so ein Viertel Klingonin ist. Ja. Nur mal so nebenbei erwähnt. Also das soll sie hier im Spiel sein. Wie ist die Lage, Lieutenant? Warte mal, steht da vielleicht irgendwas, wer sie sind? Was ist die Kuva Morg? Genau, es gibt eine alte Legion klingonischen Text. Mal gucken, ob da irgendwas zum Voyager steht. Warum nicht? Bevor ich geboren wurde, traf die Voyager auf eine Gruppe klingonischer Pilger, die den Kuva Mark suchte. Sie lagen in Sterben und der Doktor entwickelte mit meinem genetischen Material ein Heilmittel für sie. Für einige Klingonen beweist das, dass ich die Retterin bin, die sie suchten. Das ist die eine Folge, wo sie im Delta-Quadrat den alten klingonischen Kreuzer gefunden haben. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Ja. Natürlich. Genau. Das ist also, man sieht, dass das Spiel auch wirklich oft mit Details auf die Filme und Serien
verknüpft ist. Finde ich immer nicht schlecht. Entschärfen Sie die Sprengladungen. Erstmal, ich glaube, genau, hier kann man ein bisschen was heilen. Vor allem ich als Techniker kann heilen. Kann ja nichts machen. Ach, du rennst schon wieder. Hm? Ich renn vor dir weg. Du stinkst. Das. Gegenstände nehmen. Betazoiden Uta-Beere. Ja, wie gesagt, die Beere kann deine Gedanken lesen, bevor du sie isst. Dann schärfst du ja. Ja, ja, ich interagiere und entschärfe und so. Wir sind da oben mit. Hier hinten haben wir noch einen Fähnrich. Warte, läuft da lang. Ich laufe jetzt gerade in Zeitlupe. Oh, ein schönes Meer. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich hier ab und zu mal ein bisschen mit der Kamera wild rumschwenke, aber manchmal gucke ich mir die Gegend beim Schießen gerne wegen an. Oh, Blümchen. Soll ich den Blümchen pflücken? Nee. Sieht aus. Ich bin schon satt. 2D-Blümchen. Bin ich früher auch mal irgendwo eine Kiste mit Loot? Nö. Wo war die hier von? Es gibt überall mal Kisten, aber da hinten war nichts. Hier hinten ist wieder irgendwo was. Hast du den hier vorne am Eingang behandelt? Nö. Ah, hier ist die Kiste, siehst du, wusste ich doch. So, erst gucken wir in die Kiste und dann behandeln wir die Leute. Immer schön die Reihenfolge einhalten. Kriegergeist. Accolade. Was? Ich hab gerade wieder ein Accolade gekriegt, Kriegergeist. Jetzt hab ich mal die Kiste, komm. Klar, Hyperspeisen Energie. Bitte helfen Sie mir, natürlich. Macht 3,50 Mark. Hey, wir haben Euro-Zeiten. Macht 3,50 Euro. Rennst du nur drum? Wisst ihr, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das rechnen wir direkt um. Und wo rennst du rum? Ich bin, Ach, dahin bist du. Da, wo es Krieg ist. Hier ist überall Krieg, wo du bist. Na, das weiß ich. Ich bin einer der Reiter. Auf dich würden auch Leute schießen, die dich sehen, die vorher nie eine Waffe in die Hand genommen hätten. Richtig. Ich meine, deswegen haben wir uns auch noch nie live getroffen, sonst wäre ich hier allein im Let's Play. Okay. Na, so schlimm bist du nicht. So wie du schießt, triffst mich eh nicht. Wenn du wüsstest. Ich schieß mit Absicht immer daneben. Jo, genau. War das mal ein Battlefield? Battlefield? Irgend. Wo man mal zu zweit auf der einen Map war, wo wir uns gejagt haben? Apropos Battlefield. Ja. Das ist auch noch offen, der Teil, ne? Ja. Ja. Was ich bei Battlefield dann schlecht fände, wenn man da die Kampagne im Koop-Modus spielen könnte. Das fände ich geil. Ja, aber mal so eine Runde mit zwischen reinwerfen, ich meine. Groß sind wir mit Sicherheit nicht, aber... Ich hab eh schon überlegt, ob ich zumindest erstmal von der Kampagne von Battlefield 4 und vielleicht auch von 3er mal ein Let's Play mache. Also erstmal von der Kampagne. Und dann mal gucken, dass wir vielleicht im Multiplayer mäßig noch ein bisschen was machen können. Ja. Also mal eine Runde. Genau, also ihr hört, wir haben einige Ideen. Es wird auf jeden Fall nicht nur bei ein, zwei Spielen bleiben. Wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten das schön weit ausbauen da hier. Ich hoffe, ihr habt auch nichts dagegen und ihr freut euch schon drauf. Wir wissen nur noch nicht genau, was, wann. Wir müssen es ja noch ein bisschen mit dem Leben verarbeiten. Genau. Ja, mit dem Wann ist ja auch ein bisschen... ich habe viele Ideen, die sich aber erst dann lohnen, wenn wir vielleicht noch ein paar... Ich hätte schon fast gesagt Anhänger, ne, Zuschauer haben. Mhm. Weil ich brauche hier keine großen Umfragen oder sonst irgendwas starten, wenn hier sowieso noch kaum einer mitschaut. Wir sind ja aber noch am Anfang. Ich sehe da jetzt mal optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe ja auch, dass sich das wieder mal so ergibt, dass man vielleicht mit ein paar Leuten mitspielen kann oder zusammenspielen kann. Genau. Das ist ja auch so eine der Ideen, die wir haben, dass wir mal mit euch spielen.
Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, dass die Let's Play-Szene mittlerweile ziemlich groß geworden ist. Damals war es ja wirklich so, oh, da spielt einer Let's Plays, den abonnieren wir jetzt, weil das so mit der einzige war und dann sieht man wenigstens was. Jetzt spielt ja wirklich, was heißt Spiel? Jetzt gibt es ja einige Let's Player, auch einige sehr gut. Jeder Hinz und Kunz, sag's halt. Nee, also das will ich gar nicht sagen. Es gibt einige. Ich bin Hinz, du bist Kunz. So könnte man es bezeichnen, ja. Nee, aber Hinz und Kunz, das ist so herablassend. Ich will ja die anderen Let's Player nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Nein, aber wir sind ja letztendlich auch nur zwei davon, von daher. Genau, ich sehe die eher als Kameraden und vielleicht sogar als Freunde, auch wenn wir uns noch nie gesprochen haben. Im Endeffekt ist ja das, die Let's Player-Szene ist ja eigentlich wie so eine eigene Szene, so eine eigene Gruppe von Gleichgesinnten, würde ich es was nennen. Und deswegen, ich möchte auch keinen schlecht machen, um Gottes Willen. Guckt euch auch gerne die Let's Plays von anderen an. Der große Unterschied für uns letztendlich ist, man nimmt halt auf, wenn man spielt und. Genau. Im Endeffekt haben wir auch vorher schon gespielt und. Im Endeffekt machen wir das gleiche wie sonst auch. Wir spielen miteinander und jetzt nehmen wir es halt auch noch auf und lassen euch teilhaben. Es ist für uns auch mal was Neues. Ich meine, wenn man jahrelang spielt, auch die einzigen Unterschiede, die man hat, sind die unterschiedlichen Spiele. Aber im Endeffekt, das ist ja für uns ja auch mal was Neues. Es ist ja für uns auch mal eine Abwechslung, wenn wir dabei aufnehmen und kommentieren. Das ist ja. Ich sage mal, selbst wenn man Spiele spielt, die vielleicht vorher langweilig waren, werden dadurch wieder ein bisschen interessanter. Also es ist ja auch für uns mal wieder mal eine Abwechslung und was Neues. Wir machen das ja nicht, um auf irgendwie einen großen Hype aufzuspringen, um Gottes Willen. Das mache ich absolut nicht. Es ist halt eine Idee, auf die man früher nicht gekommen ist. Genau. Einer ist immer der Erste. Mhm. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, es gibt ja einige gute Let's Player da draußen. Und deswegen ist es ja auch teilweise schwer, gerade für Neue wie uns, Zuschauer zu gewinnen. Ja, weil die natürlich. Was heißt überfragt? Die sind halt auch einfach schon Besseres gewöhnt. Man muss ja schon fast sagen, die sind mittlerweile schon verwöhnt durch die teilweise guten Let's Player, die es da gibt. Auch im Bereich STO gibt es ja auch manche namhafte Let's Player. Und ich meine, wir wollen uns nicht mit denen vergleichen, wir wollen auch nicht besser werden wie die, aber würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn wir unsere eigenen Fans kriegen, die uns mögen, so wie wir sind, die uns gerne zuschauen, die Spiele mit uns... Die vielleicht auch mal mit uns spielen. Genau, die vielleicht auch mal mit uns spielen wollen. Auch nee, nicht ein Schwertmeister. Ich will ja auch niemanden kopieren, wir bleiben wie wir sind. Ja. Das gut. Wir sind dieselben Bekloppten, wie wir auch im realen Leben sind. Jo. Du. Bis auf der Don, da muss ich zurückhalten, weil wenn der mal so bekloppt ist wie im realen Leben, dann hält es keiner aus mit dem. Naja, vielleicht sollte man sagen, auf Arbeit haben wir eine Bullshit-Kasse. Wo so 99% von dir befüllt wird? Drei Viertel. So, mit Miral Perish sprechen, da willst du erst noch dahinter. Na, wohin? Ich rede mal. Ne, ich rede mal mit der Frau hier. Oh, hast du jetzt weggedrückt? Was? Wo? Wie? Wer? Dringen Sie in die Botschaft ein und retten Sie die Diplomaten der Föderation. Was sollen wir tun? Reden Sie die Botschaft ein. Das kriegen wir doch auf die Reihe. Gut, akzeptieren. So. Laut den Schiffsscannern sind noch 4 Föderationsdiplomaten drin. Genau. Hier drin hat man schon den ersten. Also 4 Gegner und ein Diplomat oder? 4. Scheine nehmen. Syntherol habe ich gekriegt. Prost. Vor allem, das ist ja egal. Warte mal, das muss ich mal ganz kurz im Inventar zeigen. Syntehol. Syntehol macht nicht nur Bönnehol, sondern Syntehol bringt plus 56% Trefferpunkte. Das ist ja mal cool. Okay, Syntehol ist ja eigentlich laut Star Trek ein alkoholähnliches Getränk, was aber die berauschende Wirkung nicht hat. Allerdings habe ich auch schon besoffene Star Trek Schauspieler gesehen, also in den Serien, die gemeint haben, die hätten zu viel Syntehol getrunken. Also manchmal ist es so, manchmal so. Worauf ich nur hinaus will, wenn es wirklich alkoholisches Getränk ist, warum verbessert das dann die Zielfähigkeit? Ja, es hat ja nicht die negativen Effekte des Alkohols. Obwohl, oder das ist wie bei Bulletstorm. Kennst du das Spiel? Ja. Ist ja auch so, wenn du mal ein Bier trinkst, du siehst zwar schlechter, aber du kriegst mehr Punkte, wenn du triffst. Da geht's ja eh nur darum. Ist ja nur fair. Gekonnt, richtig geil, Leute zu töten, richtig schön. Und je stylischer, würde ich fast sagen, umso mehr Punkte kriegt man. Das war ein geiles Spiel.
Mhm. Ja, darauf läuft es bei den meisten Spielen hinaus. Ja, aber da ging es nicht nur darum, einfach zu schießen, sondern ging es darum, erschießt man den jetzt nur oder zieht man den an sich an den ran und schießt man in die Eier, da hat man mehr Punkte gekriegt, oder holt man den an sich ran, dritten weg, holt man wieder her, dritten wieder weg, holt man wieder her und dritten gegen Stacheln, da hat man noch mehr Punkte gekriegt. Also so je stylischer und geiler und optisch ansprechender, umso mehr Punkte hast du gekriegt, das war immer geil. Vor allem auch richtig schön aufgezogen. Optisch ansprechender zermatscht, ja. Genau, also wenn du den Schädel mit im Nahen weggeschossen hast, hast du mehr Punkte gekriegt, als wenn du einfach nur im Weiten einen Headshot gemacht hast. Also da ging es nicht einfach nur ums Töten, sondern auch wie du getötet hast. Aber den FSK 0 Alarm hast du gerade nicht laufen, oder? Nö. Dachte ich mir. Es sieht ja keiner. Ich meine... Ja, wenn du es so blumig beschreibst. Ja, ich könnte ja das mal richtig... Oh, da steht ja noch einer. Detailliert beschreiben. Aber solange man es nicht sieht, ich glaube, wenn man nur drüber redet, ist das... Solange ich keine... bestimmten Ausdrücke oder sonst was verwende, ich glaube, da ist es nicht so FSK-technisch relevant. Keine Ahnung. Nö, ich glaube nicht. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, wie das ausschaut, wie das rein rechtlich ausschaut. Darf man sowas überhaupt sagen? Weil ich glaube schon, dass man eigentlich bei YouTube und so weiter seine Meinung frei äußern könnte. Ich meine, ich habe schon andere Let's Player gehört, die ganz andere Ausdrücke in den Mund genommen haben. Ja, die mussten sich danach auch Zähne putzen. Ja, ich glaube, du tust gerade viel mehr Kopfkino anreichern wie ich. Das habe ich jetzt so gar nicht gemeint. Ja. Ja, nein. Ja. Weiß nicht. Wer den Don nicht kennt, kann ich nur sagen, der Mann hat gewisse Vorlieben. Was? Ja, du isst ab und zu mal gerne Pizza. Du nimmst ab und zu gerne mal eine Pizza im Mund, wo du danach die Zähne putzt. Was? Ja. Sieh du erstmal zu, dass du hier die Schiffe da triffst. Die treffe ich, brauchst du keine Angst haben. Alter, jetzt ist er wahr. Bist jetzt sprachlos? Ja. Ja, ich futter gern. Ich Pizza. Esse gern. Genau, das wäre doch eigentlich mal so ein schönes Thema. Was isst denn du so gern? Was ist denn dein Lieblingsgericht? Eins. Das ist zu komplex. Erzähl. Wurstnudeln. Wurstnudeln? Okay, ja. ist das so eine Art, ich sag jetzt mal Spaghetti-Soße nur mit Würsten drin und ein bisschen anders? Weil du nimmst vorzugsweise Jagdwurst, haust die in kleine Würfelchen, brätst die schön an, also schön scharf anbraten, machst dir Spaghetti zu, kombinierst die zwei Sachen und haust Ketchup drüber und ein bisschen Käse. Okay, ich mach das oft auch nur ohne Wurst, das nenne ich dann Nudel mit Ketchup. Da gibt's doch... Warte mal. Und, wenn du es richtig gigantisch machst, nimmst du noch ein Stückchen Butter, lässt das über die Nudeln noch zerlaufen und ein bisschen Pfeffersalz drüber. Wenn du es nicht schon am Schinken hast. Okay, ich sage mal, dieses Wurstbraten und so weiter ist ja nicht abwegig. Es ist ja eigentlich schon eher so fast ein ostdeutsches Gericht, wenn man die gute alte Jägerschnitzel nimmt. Ich hätte eher gesagt, das ist typisch männlich. Einfach und nahrhaft. Ich meine, wer das ostdeutsche Jägerschnitzel nicht kennt, muss man dazu sagen, das ist ja eigentlich nur eine dicke Jagdwurstscheibe, paniert und gebraten. Für viele denken wahrscheinlich, eklig, voll. Ich meine, das mittlerweile, wer die Folgen jetzt hier gesehen hat, müsste mitgekriegt haben, dass ich aus dem Osten komme, der Don genauso. Und dass ich auch verheiratet bin und meine Frau kommt aus dem Westen. Die hat auch anfangs gesagt gehabt, dann hab ich's mal gemacht und sie fand's nicht schlecht. Also, es ist halt anders, weil die Wurst ja selber gewürzt ist. Die hat ja im Prinzip einen eigenen Geschmack und durch das Anbraten wird es halt noch intensiver und interessanter. Also ich find's gut. Deswegen meine ich gerade, dieses mit Wurst irgendwie anbraten und irgendwo rein und so weiter, das kommt schon auch aus der Gegend ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur in der Gegend von Bayern hier, da... Wenn du den Leberkäse was anders machst als im Ofen backen, dann gibt es so einen kleinen Anfall. Genau. Also ich bin da schon mal ganz gern ein bisschen experimentierfreudig. Heißt nicht, dass das Essen auch immer gut ist. Oh, ich muss sagen, der Leberkäse, der gebacken ist, ist ja mir das Beste in Bayern. Ja. Aber das muss ich mir auch mal machen. Schön was? Nudeln, ja, das was du meinst jetzt mit der Wurst anbraten und Nudeln und es muss ja nicht mal unbedingt Ketchup sein, es kann ja auch vielleicht
eine gut gewürzte, selber gemachte Spaghetti-Soße sowas sein, aber halt in geringere Mengen, würde ich fast sagen. Und da die Wurst mit rein. Nee, nicht die Wurst mit rein, also einfach nur Ketchup drüber. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich könnte mir das da nur mal so aufwendig. Das mache ich nur bei Darmbesuch. Ah, da tust du dann deine Wurstnudeln mit Soße anreichern, damit sie ein wenig edler ausschaut. Nee, da mache ich dann eine richtige Soße und so Zeug drauf. Also. Ja, cool. Ist ja nicht so, dass ich mich jetzt so was kochen könnte, aber normalerweise wird halt die Nase gerumpft, wenn dann heißt, es gibt Spaghetti mit gebratener Wurst. Es hat ja eigentlich nichts mit nicht kochen zu tun, sondern eher mit kochen wollen zu tun. Manchmal ist man halt auch einfach zu faul, sich da jetzt in die Küche zu stellen und großes Kochen anzufangen. Ich meine, ich mach's gerne, es schmeckt auch deutlich besser, wenn man richtig was selber kocht. Es macht auch Spaß, aber regelmäßig, so alle ein, zwei Tage, möchte ich das nicht machen wollen. Also da bin ich einfach zu bequem, da schiebe ich mir ab und zu mal eine Pizza in den Ofen oder sonst irgendwas oder lass mir was kommen. Das schmeckt auch meistens gut. Meistens gibt es ja eh was auf Arbeit, von daher. Wir haben so einen längeren Imbiss mittlerweile, da. Da luft das. Weiter. Weg ist er. Ja, jetzt haut der einfach aus. Dieser feige Sau ist das. Nuancierter Vermittler. ja, dann springen wir aus dem System. Mhm. Und ich weiß, liebe Zuschauer, wir übersehen ab und zu Energiesignaturen, die da rumfliegen. Ich sehe die auch, aber ich scanne die nicht. Ja, wenn ich direkt daneben bin, okay, aber ich fliege jetzt nicht extra hin. Das zieht einerseits die Let's Plays unnötig in die Länge und andererseits bin ich viel zu faul dazu. So, ein Warpkern gibt's. Je nachdem. Achso. Belohnung einsammeln. In die Deflektorschild und ein Warpkern. Congratulations, Lieutenant. Und wieder Level. Noch ein Level habe ich, neues Schiff. Krieg ist gut fürs Geschäft. Machen wir erstmal einen Warpkern. Was? Du gerade angenommen, oder? Ne, akzeptieren. Beenden. Ganz kurz, Warpkern einbauen. Das ist beides das gleiche. Deflektorschild. Ich habe jetzt den Warp, habe ich jetzt den Warpkern gekriegt, den ich schon hatte? Hä? Ja. Faszinierend. Habe ich da was Interessantes gekriegt? Strahlenwaffenschaden? Ne, da lasse ich über den Phaserschaden drin. Plasmaverteiler. Obwohl es wurscht wäre, die machen denselben Dings. Quantenprojektierschaden, ne. Der Deflektor ist auch das gleiche. Oh, ich habe einen Cappuccino, das ist sehr super. Gut. Da freut man sich, dass man hier Loot kriegt. Dann ist das selbe, was man schon eingebaut hat. Oh Mann. Cappuccino, ich hätte einen Earl Grey. Unten blaues Sündeholz, zeige ich dir mal. Ich brauche eher, weißt schon. Tranja? Was? Tranja. Den habe ich auch. Nee, ich kann nicht drüber. Auch jetzt dran, ja. Ach ne, das war Sündehol. Das war Sündehol. Rockig Blutpastete habe ich und ein bisschen Tagmilch. Waren wir beim Essen waren, ne? Gut. Mission ist zu Ende. Ihr kennt das Spiel. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werde ich auch erzählen, was mein Lieblingsessen ist. Ja, alles, oder? Nee, so schlimm ist es. Alles, was nicht bei drei auf die Bäume ist. Nee, das bin ich im anderen Bereich. Kopfkino. Nein. Ah.